100 Abonnenten. Leute, ich habe wirklich die 100er Marke erreicht. Danke, vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt die Besten. Ja, ich kann es immer noch irgendwie nicht glauben. Die letzten Tage ging das überraschend flott, muss ich sagen. Vor 2, 3 Wochen hätte ich nie gedacht, dass es jetzt ja schon dazu kommt. Aber ja, es ist soweit. Der erste große Schritt, sag ich mal, ist geschafft. Und ich kann euch sagen, ich habe noch lange, lange, lange nicht vor aufzuhören. Da gibt es noch einiges, was ich LPen möchte und euch zeigen möchte. Und ich habe mir auch ein kleines, ja, 100-Abonnenten-Special überlegt. Aber dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich noch ein paar Grüße ablassen. Ein paar Grüße an ein paar, ja, besonders, ja, treue Abonnenten und Kommentarschreiber. Ja, allen voran, glaube ich, Hunter MK22, mein allererster, mein allererster Abonnent und hält mir immer noch die Treue. Ja. Dann natürlich noch Wenn 1205, mit dem ich auch ein wenig näher in Kontakt war. Leider, leider muss er seine eigene, ja, LPR-Karriere aus privaten Gründen pausieren, aber ich hoffe, das wird noch was, wenn das wieder klappt bei dir, bin ich gern bereit, mit dir was zusammen zu machen oder so. Das ist kein Thema. Ja, freue mich darauf, mal wieder was von dir zu hören. Ja, wen gibt's denn noch? Mir fällt ja noch zum Beispiel Anjak91 ein, die zum Beispiel bei Clock Tower 3 besonders aktiv war. Dann natürlich noch Saga Naruto King, der mich durch Resident Evil auch gefunden hat. Ja, dann derzeit aktuell Humpelmuck, der besonders bei 4-Effekt viel reinschaut. Und natürlich meine, ja, ich sag mal, mit größten Kontakte in der LPR-Szene. Krapta, John McCloud und Dreambird. Ja, wirklich super LPR-Kollegen. Kann ich wirklich nur empfehlen, bei denen mal reinzuschauen. 1A-Leute. Sehr nett, sehr verpeilt. Sehr spaßig anzuschauen. Ja, ich glaube, durch den Kontakt zu denen habe ich mich auch ziemlich weiterentwickelt. Auf meine eigene Art. Ja, und dann natürlich ja noch der jüngste Newcomer, sag ich mal, Rome Zero. Ja, der auch gerade bei Resident Evil fleißig Kommentare schreibt. Danke dafür. Ja, und natürlich sind noch alle anderen gegrüßt, die ich jetzt hier nicht nenne, aber ja, 100 Leute sind halt auch ein bisschen viel. Ja, ich bin euch allen wirklich sehr dankbar. Und ich glaube, ab jetzt geht's wirklich nur noch bergauf. Hä? Gut, so viel zu den Grüßen. Ich habe ja schon genug Zeit, ja, verblödelt. Ihr wollt sicher alle wissen, was ich mir nun, ja, als kleines Special überlegt habe. Dafür muss ich mal kurz hier, wie sage ich jetzt am besten, dafür muss ich hier mal kurz abschalten. Wir sehen uns gleich wieder auf meiner Xbox. So Leute, willkommen auf meiner Box. Hier wird mein kleines, aber feines Abo-Special stattfinden. Wobei, eigentlich sollte ich es ja mehr, ja, eine Abo-Challenge nennen. Denn, ja, wie sagte der liebe Jigsaw so schön, ich möchte ein Spiel spielen. Ja, mein Abo-Special wird daraus bestehen, ein Spiel zu spielen mit euch, für euch und es wird für euch auch etwas zu gewinnen geben. Wir spielen
Eben Hawkins and the Thousand Spikes. Ein Indie-Game vom Xbox 360-Marktplatz. Kostet schlappe 80 Punkte und ist scheinbar verdammt asozial. Ja. Ich mag die Melodie irgendwie. Ja, das hier wird mein 100-Abo-Special. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr sicher noch nicht so recht durchsteigt von dem, was ich da jetzt eigentlich vorhab. Drum lasst mich mal jetzt genau erklären, was ich mir überlegt habe. Ja. Dafür muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich hatte mal ein Wochenendprojekt. Das war Odins 4. Ja, doch dann habe ich Odins 4 pausiert. Nun ist es zurück als normales Wochenprojekt. Also, es läuft nun auch unter der Woche. Aber nun zum Anlass von 100 Abonnenten möchte ich ein neues Wochenendprojekt starten. Eben das hier, Eben Hawkins and the Thousand Spikes. Ich habe mich ein bisschen über das Spiel informiert, mal einen Test gelesen, mal das erste Level angespielt. Ja, und ich habe gelesen, das Spiel hat so 20, 25 Level um den Dreh. Und ja. Besser gesagt, ich habe gelesen, dass es ja vier, fünf Welten gibt zu je fünf Leveln. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, damit könntest du doch eigentlich ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar, in diesem Spiel ist es so, um es durchzuspielen, hat man 1000 Leben. Ungelogen, man hat 1000 Leben, um das Spiel zu packen. Und ja, ich habe mir mal überlegt, dass ihr ja, mal ein bisschen raten dürft, wie viel Leben ich nach 5 Stages noch so über hab. Ja, und wer am nächsten dran ist, der gewinnt dann halt eben. Ja. Natürlich dürft ihr mehrmals einen Tipp abgeben. Allerdings, ja, annulliert jeder neue Tipp euren vorherigen. Und in dem Part, wo dann auch der fünfte Level jeweils immer geschafft wird, da dürfen keine Tipps gegeben werden. Da zählt das einfach nicht. Wer dann auch arg schummelt, weil ja, einfach mal ein Video gucken. Aha, das sind so viele, dann schreibe ich das mal hin. Nö, nö, nö. Ja. Soweit die Planung. Aber vielleicht fragt ihr euch nun, ja, was kann man denn gewinnen? Ja, Gewinn gibt's, ich sag mal, Videos von mir. Ja, ihr dürft dann ein bisschen meine Projekte mitbestimmen. Und zwar habe ich vor, am Sonntag einen Trailer mit kommenden Projekten hochzuladen. Ja, und dieser schöne Trailer gilt dann sozusagen als Auswahlpool für euch, aus dem ihr euch ein Spiel aussuchen dürft. Ja, ein Projekt, das dann vorgegriffen wird. Und ja, dran kommt, sobald ein Platz frei wird. Ja. Ja, und da alle fünf Level ja abgerechnet wird und ein Gewinner bestimmt wird, ja, kommen da natürlich mehrere Projekte ja zusammen.
Und da kann ich schon mal sagen, ein Wunschprojekt wird das nächste dann ablösen. Das heißt, einer wünscht sich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, I wanna be the guy und der nächste dann Super Meat Boy. Dann wird erst I wanna be the guy durchgemacht und der Nachfolger wird dann das nächste gewünschte Spiel werden. Heißt jetzt nicht, dass die beiden genannten Spiele auch in den Trailer vorkommen werden. Nein, nein. Das waren jetzt nur Beispiele. Ich möchte da nichts vorwegnehmen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Serien in der Chronologie jetzt nicht durcheinander bringen möchte. Heißt, jetzt speziell jetzt zum Beispiel Resident Evil. Ich spiele ja gerade erst den zweiten Teil. Wir sind in der Raccoon City Saga. Und wenn sich da jemand jetzt zum Beispiel Resident Evil 5 wünschen würde, müsste ich ihn enttäuschen, denn da möchte ich schon die geschichtliche Reihenfolge einhalten bei Serien. Gerade wenn die Teile so, ja, zusammenhängen. Gilt jetzt auch für andere Reihen, wie jetzt, ja, zum Beispiel Silent Hill. Da hängen ja vor allem Zero, also Silent Hill Origins und Teil 1 und 3 stark zusammen. Und die möchte ich dann auch nicht aus der Reihe, also aus der Chronologie rausreißen. Ja. Aber ansonsten habt ihr dann wirklich, ja, freie Auswahl. Ich hoffe auf rege Beteiligung. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann euch ja mal schnell das erste Level zeigen, um, ja, euch einen kleinen Vorgeschmack zu verschaffen. Einen kleinen Ausblick. Ja, Daten können gelöscht werden. Ich habe nur das erste Level mal gespielt. Und ich muss gestehen, ich habe das erste Level auch geschafft. Nach einigen Versuchen. Das heißt, das erste Level kenne ich nun. Aber danach wird's stockblind. Dann heißt es wieder vortasten. Ja, wir sind dieses kleine Männchen hier. Wir können laufen, springen. Wir können einen normalen Sprung. Wir können einen längeren Sprung, also einen höheren. Sieht man jetzt nur wegen der Decke schlecht. Ja, und wir können Messer schleudern. Das sind so unsere Fähigkeiten. Und damit müssen wir uns hier halt durch die Level tasten. Und Tasten ist dabei wörtlich zu nehmen, denn das Spiel ist ein verdammter Spießrutenlauf. Aber wir gehen hier vor. Upp, der Boden bricht weg. Upp, der Boden bricht auch weg. Upp, da kommen Stacheln raus. Oh ja. Damit ist das erste Leben auch schon futsch. Ja, ein Treffer und wir sind tot. Das heißt, wir müssen uns hier durchtasten. Etwa. So. Verschieben. Und jetzt hier hoch. Ja, ich lasse den Skorpion noch mal kurz wieder umdrehen. Ich muss hier schnell mit einem hohen Sprung hoch, denn das Ding hier schießt. So. Den Skorpion hier niedermessern. Und auf den Ding hier warten. So, sehr schön. So. Kleines Schiebepuzzle. Der Stein muss hier immer runtergeschoben werden. Damit wir da drüben dann, ja, hochkommen. Dafür. So, hier runter. Geht er hoch. Dann. Ja. Ich denke, ihr habt das System begriffen. Das wird sicher ein Spaß. Das ist Stage 1-1. Gut. Ja. Komm. Es gibt auch die Möglichkeit, Level zu überspringen. Jedoch habe ich nicht vor, sie auch zu benutzen. Da muss es schon wirklich, wirklich heftig kommen, damit ich das hier einsetze. Ja, das würde ich nur im absoluten Notfall machen, wenn ich jetzt, was weiß ich, 200 Leben an einer Stage verballer oder so. Ja, aber das wird man dann sehen. Ja, zurück zum Titelbildschirm. Ihr wisst, was euch erwartet. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf rege Beteiligung.
Das wird meine 100-Abo-Challenge. Abim Hawkins and the 1000 Spikes. Dieses Wochenende geht's los. Ja. Freut euch drauf. Bis dann.